Um SPS-Geräte zu programmieren, müssen wir uns mit den logischen Schaltungen befassen. Wir möchten in dieser Videoaufnahme die Oder-Funktion, auch die Oder-Schaltung genannt, erlernen. Die Oder-Funktion können wir zu den drei Grundfunktionen der logischen Schaltungen zählen. Die Oder-Funktion ist mit der Parallelschaltung von Tastern, allgemein von Kontakten, zu vergleichen. Die Besonderheit einer Oder-Schaltung ist, dass ihre Ausgangsklemme ein 1-Signal, ein Schaltsignal vollzieht, wenn an mindestens einer Eingangsklemme des Oder-Bausteins ein 1-Signal ansteht. Schauen wir uns die Oder-Grundfunktion an einem Steuerungsbeispiel genauer an. Wir haben zuerst einmal den Stromlaufplan. Hier könnten wir, wie es üblich ist in Steuerstromkreisen, noch einen Notaustaster S0 zu der Parallelschaltung der drei Tastern S1, S2 und S3 in Reihe schalten. Zuerst erstellen wir die Zuordnungsliste der einzelnen Betriebsmedien vom Stromlaufplan in die SPS bereit. Als nächstes zeichnen wir dafür den Funktionsplan. Und danach den Kontaktplan. Beide Darstellungsmethoden können wir bei der Programmierung der SPS anwenden. Wir erstellen noch eine Arbeitstabelle mit den vier möglichen Eingangsbedingungen für unsere Oder-Schaltung.